Hallo, herzlich willkommen zum E-Auto-Vlog. Praxiswissen zu E-Mobilität für Elektroautofahrer und Interessierte. Heute zeige ich euch die ersten bewegten Bilder vom Mercedes EQA bei seinen Fahrten auf Sizilien. Dann habe ich ein China E-Crossover von Geely, das ist ja der größte Aktionär von Daimler oder ein großer Aktionär von Daimler, entdeckt, das nur 14.500 € kostet. Und ich zeige euch einige Fördermöglichkeiten für Elektroautos bzw. die Ladeinfrastruktur, wenn ihr in den entsprechenden Bundesländern wohnt. Auf geht's zu den E-Auto-News. Die letzte Woche war ja geprägt von Ankündigungen verschiedenster Autohersteller, dass sie bestimmte Modelle nicht mehr liefern können, weil diese noch nicht bereit sind für den WLTP, also den neuen Testzyklus. Jetzt ist es so mittlerweile, dass auch bei Daimler einige Modelle nicht mehr lieferbar sind und offensichtlich nur noch BMW aufgrund seiner Vorbereitung auf das Thema die Möglichkeit hat, die Plug-in-Hybride zu liefern. Allerdings mit einer gewissen Ausnahme, und zwar der 330e e-Performance und X5 e-Performance. Die sind wohl am Ende ihres Modellzyklus und werden dann nicht mehr erneuert, sprich, die kann man auch nicht mehr bestellen. Das heißt also, insgesamt ist die gesamte Autoindustrie hier in Deutschland von dem Thema, ich will nicht sagen kalt erwischt worden, eigentlich warm erwischt worden, aber offensichtlich haben sie es nicht geschafft, rechtzeitig hier die Vorbereitung zu betreiben. Ich meine, ich kann das immer so schön sagen, ich stecke nicht in deren Haut. Insofern, bei aller Schelte, die wir den Autoherstellern gegenüber vorbringen, sollten wir natürlich auch immer daran denken, dass sie hier die Arbeit machen müssen und wir nur kritisieren. Aber das am Rande. Ich wollte euch jedenfalls darüber informieren, dass es hier jetzt auch bei Daimler einige Einschränkungen gibt, nachdem wir schon über Porsche, VW und Audi gesprochen hatten. Dann ist ein großes Geheimnis gelüftet worden, nämlich wie Mission E in Zukunft heißt, also das Konzept Mission E. Das heißt ab sofort Taycan. Porsche möchte mit diesem Namen, der für ein lebhaftes junges Pferd gilt, steht ja im Prinzip an das Hauptmotiv des Porsche-Wappens sich anlehnen. Bei dem Artikel von electrif.net, den ich hier gefunden habe, ist auch noch mal eine Übersicht über dieses erste voll elektrische Auto, was Porsche hier auf die Straße bringt, mit vielen interessanten Details. Wie immer findet ihr den Link in der Beschreibungsbox unter dem Video, sodass ihr euch das in Ruhe durchlesen könnt. Wir haben hier im Prinzip die schon bekannten Werte. Na, das Auto hat mehr als 440 kW, also 600 PS umgerechnet. Die Reichweite soll größer 500 Kilometer sein. 100 Kilometer sollen in 4 Minuten nachladbar sein. Die Systemspannung ist 800 Volt, nicht 400 wie bei allen anderen. Die Dauerleistung soll vorhanden sein, also mehrmaliges Beschleunigen ohne Leistungsverlust. Das ist ja auch bei Tesla ein Thema, was man in der Praxis aber kaum spürt, es sei denn, man ist beim Drag Race und will ständig von 0 auf 100 oder mehr beschleunigen. Und die Beschleunigung von 0 auf 100 soll kleiner 3,5 Sekunden sein und auf 100 soll man in 12 Sekunden kommen. Das vielleicht so als Infos nochmal zu dem Auto. Hier werden dann auch noch weitere Hintergründe wie 1200 Arbeitsplätze, 6 Milliarden, die investiert werden, Umbau des Motorenwerks, eigenes Werk wird gebaut, Innovation und, und. Also hier ist natürlich viel am Werden und ich kann mir gut vorstellen, dass Porsche nach der negativen Presse über den Stopp der Autos, dem Verkaufsstopp der Autos in Deutschland jetzt hier wieder gute Stimmung verbreiten will und bei den Zahlen ist das, denke ich, bei der entsprechenden Zielgruppe dann auch durchaus gelungen. Ja, vielleicht habt ihr es schon gehört, die Bundesregierung ist verklagt worden oder wird verklagt, weil sie bei der Ladeinfrastruktur, also sowohl der für elektrische Fahrzeuge als auch für Wasserstofffahrzeuge, nicht sich an die Regelung der EU hält. Hier ist nochmal ein kleinerer Artikel von electrif.net mit weiteren Informationen und natürlich auch Überblick über die Presse. Denn die Artikel, die ich euch zeige, sind eigentlich nur das Eingangstor für weitere Artikel. Zum Beispiel hier sammelt electrif.net von Spiegel, Automobilwoche und Europa die ganzen Informationen, sodass ihr euch wirklich, wenn euch das Thema interessiert, umfassend informiert seid.
GM und Honda entwickeln eine neue Batteriegeneration. Gerade hatte ich heute wieder einen Kommentar auf dem YouTube-Channel gesehen, so nach dem Motto, ja, Batterien sind umweltschädlich. Und da hatte ich geantwortet, sicher gibt es natürlich bessere Möglichkeiten, sich zu bewegen. Das E-Auto ist nicht das umweltfreundlichste Mobilitätsmittel, aber es ist eben halt umweltfreundlicher als ein Auto mit Verbrennungsmotor. Und das liegt eben halt unter anderem daran, dass eben halt auch die Batterien, die Akkus immer weiterentwickelt werden und so dann eben halt hier auch die Umweltfreundlichkeit immer mehr im Fokus steht, dass die seltenen oder giftigen Materialien ausgetauscht werden. Und das ist immer gut, wenn sich mehrere zusammenschließen, so wie das GM und Honda gemacht hat, um eben halt einfach eine neue Batteriegeneration zu entwickeln. Denn es gibt da wirklich sehr viele verschiedene Möglichkeiten, den Strom in einem Akku zu speichern. Und dementsprechend sind wir da noch lange nicht am Ende. Und ich freue mich darauf, dass die Akkus immer umweltfreundlicher werden, vom Recycling und der Nutzung als zum Beispiel Pufferspeicher nach dem Ende als Autobatterie ganz zu schweigen. Ja, dann gab es ein Urteil zum Thema Aachen, und zwar ist es so, dass wenn bis zum Ende des Jahres keine vergleichbaren alternativen Möglichkeiten geschaffen werden, um saubere Luft in Aachen zu ermöglichen, wird die Stadt ab 01.01.2019 nicht um ein Fahrverbot für Diesel herumkommen. So wie es ja jetzt auch schon seit Anfang letzten Monats in Hamburg der Fall ist. Ich hatte es euch versprochen, es gibt wieder einige Förderungsmittel, zum Beispiel für die Ladeinfrastruktur für Elektroautos in Bayern. Ich habe euch hier mal den Link rausgesucht. Wenn ihr in Bayern wohnt und gerne eine Ladesäule aufbauen wollt, solltet ihr euch das kurz durchlesen. Vielleicht habt ihr die Möglichkeit, hier einen Antrag zu stellen. Bis zum 20.07. 24 Uhr habt ihr Zeit, um dann die entsprechenden Fördermittel zu bekommen. Dann gibt es auch von der hessischen Landesregierung ein Fördermittelprogramm für den Aufbau von betrieblicher Ladeinfrastruktur. Also das heißt, wenn du ein Unternehmen hast oder ein Unternehmen arbeitest, was zum Beispiel Ladeinfrastruktur aufbauen will, dann sollten sie sich hier oder solltest du dich hier bewerben, denn das Land erstattet 40% der Investitionskosten und das ist doch schon mal ein Wort. Allerdings unter der Voraussetzung, dass eben halt auch die Mitarbeiter des Betriebes dann ihr Elektroauto laden können. Und wenn du ein Elektroauto fährst, ist das doch ein gutes Argument für deinen Chef, ihm zu sagen, hier pass auf, wenn du eine Ladesäule hier hinbaust für mehrere, nicht nur für mich, kriegst du 40% erstattet und ich kann hier mein Elektroauto laden und tust was für die Mobilität. Dann werdet ihr wahrscheinlich in Kürze die Info bekommen, dass der Street-Scooter-Chef Jürgen Gerdes wohl gehen soll. Also das soll heute Dienstag in der Vorstandssitzung beschlossen werden, so sagt das Manager-Magazin. Es ist allerdings so, dass das nicht an Street-Scooter liegt, sondern einfach an den Ergebnissen der Brief- und Paketsparte. Also falls dann irgendwie jemand sagt, so nach dem, ja, selbst der Street-Scooter-Chef muss gehen, Elektromobilität ist scheiße, könnt ihr gleich sagen, nein, es liegt an der Post, am Brief- und Paket, an der Paketsparte. Also informiert euch hier nicht, dass euch jemand dann wieder mit irgendwelchen Halbwissen versucht, die Elektromobilität auszureden. Ja, Kia setzt jetzt voll auf Elektroauto und zwar bei dem Soul. Den gibt es in Europa nur noch als Soul EV. Und ich habe es schon öfter gesagt, aber der Soul EV ist ein echter Geheimtipp, weil er eben halt wirklich, ich sag mal, Geschmackssache ist. Das Design spaltet fast noch mehr als beim BMW i3 die Gemüter. Man muss ihn entweder mögen oder einem muss das Design egal sein. Jedenfalls hat er die technischen Gene des Ioniq. Er ist natürlich nicht so effizient, aber er hat so dann eine Schnelllademöglichkeit, die über dem aktuellen Durchschnitt von 50 kW liegt. Und insgesamt ist er auch relativ verbrauchsgut. Also er verbraucht relativ wenig. Wie gesagt, nicht so wenig wie der Ioniq. Das sieht man allein schon an der Form. Aber ich habe mit einigen Soul EV Fahrern gesprochen, die waren alle begeistert von dem Auto. Ich habe da drin gesessen, ist ein gutes Auto, Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt. Also, falls ihr überlegt, das könnte ja eine Möglichkeit sein, insbesondere weil es den jetzt ja nur noch als Elektroauto gibt.
Ich hatte es vorhin schon kurz angeteasert. Geely, das ist ja ein sehr großer Aktionär von Daimler. Ich weiß nicht, ob er der größte ist, aber der hat um die 10%. Der hat jetzt in China ein Crossover herausgebracht. Ja, im Prinzip so in die Richtung wie den Kona oder Niro würde ich ihn einsortieren, der insgesamt, wenn man alle Förderungsmittel oder Fördermöglichkeiten in China ausnutzt, 14.500 Euro umgerechnet kostet, also recht günstiges Auto. Er soll eine Reichweite von 350 Kilometer haben und wenn man konstant 60 fährt, sogar 460 Kilometer. Also es ist ein durchaus interessantes Auto und ich denke mal, wenn das in China dort erfolgreich verkauft wird, könnte es sein, dass diese Informationen zum einen über Umwege dann in Daimler einfließen, denn Geely macht da Druck, dass Elektroautos bei Daimler gebaut werden und zum anderen vielleicht auch als Eigen- oder Submarke hier in Deutschland auftauchen. Also lassen wir uns überraschen, in China gibt es hier also ein deutlich größeres Angebot an Elektroautos, als wir das in Europa kennen, aber ich weiß nicht, ich hatte neulich mal einen Bericht gesehen, auch in China ist nicht alles Gold oder Grün, was glänzt bezüglich der Elektromobilität. Auch hier kämpfte sie um Marktanteile und ist der Umbruch hin zur Elektromobilität ein langer Prozess, selbst obwohl die Regierung hier so deutliche Signale setzt. Aber dass sie immerhin viel weiter sind, sieht man und daran sieht man auch wieder, dass die Signale, die Rahmenbedingungen einfach erforderlich sind, dass sie gesetzt werden müssen. Jetzt haben wir noch ein paar Tesla-Nachrichten und zwar ist der 10.000. Supercharger aufgebaut worden, also nicht Standpunkt, sondern dieses eine Ladegerät. Das war eigentlich für Ende letztes Jahr geplant, aber vermutlich hatte Tesla mehr mit dem Model 3 zu tun und hier und da dann auch Probleme mit der Bewilligung, insbesondere in Deutschland, wisst ihr ja, dass es da lange Zeit Stillstand gab. Aber insofern, jetzt sind die 10.000 Supercharger also weltweit ermöglicht worden, umgesetzt worden und es geht also weiter mit dem Ausbau voran. Ja, ich hatte es zuerst im Telegram-Chat gelesen, den Link zu unserem Chat hier in Telegram findest du auch in der Beschreibungsbox, komm gern vorbei. Wir sind mittlerweile über 120 Leute, die da rege diskutieren. Ich hatte es zuerst in dem Telegram-Chat gelesen, dass jetzt der Roadster 2.0 einen Raketenantrieb bekommen soll. Erst dachte ich, das ist ein Scherz. Aber Elon hatte ja auf der Aktionärsversammlung gesagt, dass es noch so ein SpaceX-Paket geben wird und dass das bisherige Modell, also die Leistungsdaten vom bisherigen Modell, nur die Standardversionen sind und das SpaceX-Paket das Auto noch schneller machen soll. Das heißt, das Auto, also der Roadster, wird mit 10 druckluftbetriebenen Triebwerken ausgestattet, die dann für schnelleren Vortrieb sorgen und wohl auch nicht nur für die Beschleunigung gedacht sind, sondern eben halt auch für schnellere Kurvendurchfahrten. Hört sich ein bisschen verrückt an, aber ihr kennt Elon, er ist auch ein bisschen verrückt, ein bisschen visionär. Offensichtlich ist das aber technisch umsetzbar. Einziger Haken an der ganzen Geschichte, die Rücksitzbank geht dadurch flöten, weil zusätzliche Technik eingebaut werden muss. Und ja, schaut euch die Details hier bei Tesla Mack an, dann bekommt ihr da auch noch die Informationen. Ist natürlich wieder alles über Twitter verteilt worden, aber dann könnt ihr den Originaltext dort lesen. Ja, für mich als Kieler ist es natürlich interessant zu wissen, dass die größten Stinker im Hafen jetzt auch besser werden, also sprich die Stena Line, die unter anderem auch nach Kiel fährt, aber um die geht es jetzt hier nicht, wird in der oder auf der Route zwischen Göteborg und Frederikshavn, das ist in Dänemark, Schweden, die An- und Ablegemanöver jetzt rein elektrisch machen. Also sie wird wahrscheinlich einen dieselelektrischen Antrieb haben, das heißt, sie können hier dann die Bug- und Seitenstrahl- und Frontstrahl Ruder und Heckstrahlruder elektrisch betreiben, sodass ihm halt weniger Abgase beim Anlegermanöver ausgestoßen werden. Und wie viel das ist, habe ich gerade neulich wieder festgestellt, als ich mal wieder unten am Hafen war. Die Luft ist schon ziemlich schlecht, wenn da gerade ein Schiff ablegt oder anlegt. Es gibt ja immer das Argument, ja, der Strommix, der Strom ist so schlecht von euren Elektroautos, den ihr lädt. Und insofern, gute Nachricht, Ionity bezieht jetzt Ökostrom von Polarstern.
Das heißt also, wenn du am Ultraschnelllader von IONITY lädst, kriegst du Ökostrom, so wie viele Ladeanbieter oder Ladestationsbetreiber das auch ermöglichen. Und dadurch ist natürlich dann auch der CO2-Ausstoß während der Fahrt durch den Strom, den man dort lädt, deutlich geringer, als wenn jetzt das normale Kraftwerk mit dem typischen Drittelmix aus Kohle, Atomkraft und regenerativer Energie diese Strommengen zur Verfügung stellt. Ganz zum Schluss für euch das Video, das versprochene Video vom EQA, dem Elektroauto von Daimler, wie es in Sizilien durch die Straßen fährt. Es ist natürlich noch eine Studie, aber so seht ihr es mal in Bewegung, nicht nur irgendwie auf der Messe oder auf dem Foto. Es vermittelt ganz gut, denke ich, den Eindruck, wie das Auto aussehen könnte und welche Richtung sich das entwickelt. Ich freue mich natürlich darauf, wenn Mercedes dann nicht nur irgendwelche Studien durch die Gegend fahren lässt, sondern echte Elektroautos. Das ist ja mit dem EQC für nächstes Jahr geplant, Anfang nächstes Jahr. Und dementsprechend schaut euch das Video an, es vermittelt einen guten Eindruck von dem, was dort kommen kann, in etwas kleinerer Dimension als der EQC. Soweit zum heutigen News-Überblick. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Gerne könnt ihr mir eure Kommentare hinterlassen mit Fragen, Anregungen, Ergänzungen. Ich freue mich immer, wenn wir uns austauschen und hier eine lebendige Community zum Thema Elektroautos und News sind. Schön, dass du dabei warst. Wenn du noch nicht mein Abonnent bist, freue ich mich natürlich, wenn du über das Elektroauto hier im Point of Interest kurz dein Abonnement auslöst. Und denk dran, stell die Benachrichtigung ein, damit ich bzw. YouTube dich informieren kann, wenn ein neues Video von mir online ist. Ich freue mich auf dich. Bis zum nächsten Video. Dein Dirk Henningsen.